Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück in meinem Anno 1800 Let's Play. In der letzten Folge war wieder mal geprägt von dem Aufbau unserer Farminghausen-Insel. Das heißt, eine Insel, wo wir am Ende die ganzen Produktionsthemen machen, also Essen, Trinken und so weiter. Wir haben da, setzen hier auf Layout. Jetzt machen wir aber erstmal noch die Expedition fertig. Und dann schauen wir uns das doch an. Ablehnen, ne, da brauchen wir nichts. Da wollen wir nichts. Okay, und überlegen uns dann gleich zu, oh, das wird eng, auf jeden Fall überlegen uns gleich mal noch, was wir hier noch benötigen könnten. Das zufriedene Lächeln am Ende so. Alle Unannehmlichkeiten auf. Mal, ob wir jetzt hier mit der Allianz weitermachen können. Möglich. Erhöhen wir erstmal. Nein, zu sicher. Gut gesprochen. Möglich. Wer die Wahrheit über die Liebe zu schmeicheln, gut. Ja. Was brauchen wir denn noch? Wir haben eigentlich jetzt alles gebaut im ersten Moment. Ein bisschen Platz haben wir noch. Da können wir auch nochmal was mit Farmen machen. Ich habe mich ganz schön ins Zeug legen müssen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Genau. Also gut. Da haben wir nicht genügend Platz. Kisten unter Deck. Gut. Schieben wir uns ins Tauchschiff rein, dass wir das auf jeden Fall mal zurückschieben können in die alte Welt. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir in der alten Welt... Kommen wir da irgendwie mal noch an gute Schiffe? Bezweifle es nämlich aktuell ein bisschen. Das Ganze. Also hier irgendwie. Naja. Ganz geil ist das halt irgendwie nicht, ne? Aber was soll's? Alte Welt. New York. Wir brauchen Schiffe, Schiffe und nochmal Schiffe. Auf die alte Dame. Willkommen in unserer Welt. Die können wir gleich mitnehmen. Aus unserem fortschreitenden Hand. So. Löst das vielleicht das Problem auch unmöglich? Das ist doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. So. Also wir haben jetzt hier sehr viel auf jeden Fall mal drin, was irgendwo Sinn macht. Von daher glaube ich, passt das an der Stelle. Ja, lassen wir die Insel jetzt erstmal Insel sein. Wir brauchen noch irgendwo vielleicht ein bisschen Holz. Holz sollte man noch dazu bauen. Vielleicht hier irgendwie so rein. Haben wir noch ein bisschen Platz. Oder haben wir noch genügend Fläche irgendwo. Ja, komm, wir machen das zentral. Dass wir da nicht, falls wir noch Layouts brauchen, nicht später in irgendein Problem reinrutschen. So, also. Die Handelskammer hier. Jetzt hier mal 1, 2, 3. Hier. Sollte doch irgendwie reichen wahrscheinlich. So. 1, 2. 3, 4. Gut. Jetzt hier mal los. Also, dann gucken wir jetzt uns gleich mal die andere Insel an. Ja, dann springen wir mal auf die andere Insel rüber und müssen uns dort gut überlegen, wie wir das da machen. Weil ich glaube, da werden wir ein Problem kriegen, was die Stromzufuhr angeht. Das denke ich schon. Weil wir brauchen ja zu Beginn erstmal Arbeitsmaterialien. Fangen wir jetzt auch damit an, würde ich vorschlagen. Also die Baumaterialien zu Beginn. Bauen und beginnen da logischerweise mit den Ziegeln. Ja, mit den Schreinereien, da müssen wir uns was überlegen. Aber auch hier gleiches Prinzip. Die Ziegeleien bauen wir in einem Layout auf, was uns am Ende helfen soll, diesen ganzen Dingen schneller voranzukommen. Mal gucken, ob man dann auch so viel produziert kriege. Weil ich glaube, das könnte das wirklich größte Problem geben. Aber wir werden sehen, ob das passt. So. Der Teufel fordert seinen Tribut. Und wir gehen rein in die Expedition. Also, einen Weg durch die Meerenge suchen. Jawohl. Und, jawohl, wir sind in der Arktis. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden.
Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist 2 Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber die haben ja auch keinen Ehemann verloren. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King William Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Verlassen. Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Ich hatte ihnen Belohnungen versprochen. Bereit für den Einsatz. Dann fahren wir doch da mal hin. Das Gute an der Arktis ist, gleich mal ein Tipp hier vorweg an alle, die mitspielen. In der Arktis werden bis zu einem gewissen Punkt, wenn man die Quest weitermacht, keine Inseln durch Gegner übernommen. Das bedeutet, wir können uns hier jetzt komplett Zeit lassen. Ich schlage euch aber vor, relativ frühzeitig zu beginnen, hier eure Items zu farmen. Also ich finde immer die arktische Tundra ganz gut. Die kann man immer schön noch nebenher mit reinpacken auf viele Inseln. Insbesondere um gute Besucher noch zu bekommen. Ich weiß, Forschungsinstitut, aber macht Sinn. Ansonsten könnt ihr hier das auf jeden Fall mal lassen. Jetzt müssen wir mal schauen, was nimmt denn die Gute hier noch für Inseln mit? Wo hat die jetzt eine... Hat Anteile an ihrer Insel zurückgekauft? Ihr Garnis habe ich erobert. Das nehmen wir mal noch mit. Wird enttäuscht sein, dass ich Boden hat die hier noch... Ah, die hat hier diesen... Jetzt hat sie sich... Ist geschnappt. Das Pflicht, die sie zu mir Okay. Gut, in der neuen Welt glaube ich nicht, dass er sich da was Kleines geschnappt hat. Merci, das ist sehr schön. Dann können wir da nachher hier eindämmen. Und in dem Cup sind wir ja hier stehen geblieben beim Ausbau. So, also wie gesagt, in der Arktis nutzt das. Ihr könnt da alles in Ruhe, könnt ihr bauen. Das ist überhaupt kein Thema an der Stelle. Es kann natürlich jetzt aber sein, bis wir nach Entbesa kommen, dass es da wiederum so ist, dass da schon die einzelnen Inseln weitestgehend weg sind. Aber das gucken wir uns dann einfach an, wenn es soweit ist. Jetzt gilt es erstmal hier den Spaß aufzubauen. Und da müssen wir uns dann einfach überlegen, wie wir das denn machen wollen. So. Da gehen wir hier rüber. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. So, der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Jawohl, dann machen wir das gerade weiter. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Leicht erhöht. Na komm schon. Ich stecke in der Falle. Gute. 22.000 können wir haben. Handelsrechte? Nahezu unmöglich. Es ist nicht, woran ich... Ja. Wahrscheinlich. Oh. Gut. Willy Wonka. Ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Gut. Willy Wibblezock. Willy Wibblezock. Jawohl, Willy. Ja, Willy, das ist halt einfach so ein Vogel, ne? Das ist so einer, dieser Willy. Oh, das hier zu. So. Muss uns einen Platz suchen, wo wir das hinbauen können. Wo wir es vor allem reinkriegen, ne? So wahrscheinlich nicht. Das könnte aber hier reinpassen, so. Mal gucken. Ah, da hackern wir zu viel ab. Ja, doch, aber es könnte reingehen. So passt, da haben wir hier hinten einen kleinen Versatz. Aber es passt, ja. Es passt. Jawohl. Geht's halt hier rein. Hier. Und von mir ist hier nochmal eine. Gut, und wir haben die Feuerwehr. Feuerwehr haben wir jetzt gar nicht, ne? Haben wir hier hinten eine Feuerwehr? Kriegen wir hier noch irgendwo eine Feuerwehr unter? Ja, hier daneben, komm. Damit erreichen wir doch alle. Sehr schön. Müssen wir uns halt nur überlegen. Jetzt bauen wir das mal so, wie wenn wir hier überall dann Schienen verlegen. Ich weiß, wir können das alles später optimieren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir hier überall an diesem ganzen Eiland einfach außenrum Schienen legen. Wir werden ein großes Schienenstreckennetz haben.
zur Produktion und es nachher einfach abkürzen können. Aber ich will ja nicht überall Gas nachher verwenden. Von daher, und vor allem kriege ich wahrscheinlich so viel Gas gar nicht produziert, dass es Sinn macht. So, also, Ziegel haben wir am Start. Dann machen wir das nächste, wären dann meines Erachtens die Stahlträger. Da müssen wir auch ganz gut aufpassen, ob wir die überhaupt dann später alles so in dieser Dimension brauchen. Der Hochhof, Entschuldigung. Und das gucken wir uns dann auch wieder an. So. Na. Ja. Jetzt wird aufgepasst beim Klicken. Schauen wir mal, da geht's eins tiefer. Eins tiefer. Ja, schön. Gut. Das passt auch wieder. Gut. Lassen. Passt. Und von wo gehen wir hier rein? Jawohl. Der hier. Das wäre hier. Und hier. Das passt auch hier wunderbar rein. Sehr schön. Müsste auch hier passen. Aber da brauchen wir jetzt viele Feuerwehren, denke ich. Feuerwehren sind dann da wirklich von Vorteil an dem Teil. So, aber bevor wir das jetzt bauen, nehmen wir die Stahlträger noch kurz. Weil die Stahlträger, da habe ich eher ein Problem. Weil bei den Stahlträgern ist so, die kann ich relativ gut, glaube ich, hier in die Kante da hinten reinschieben. Hier. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier nachher ebenfalls Glas machen. Das passt hier nicht. Gut. Daher machen wir das so. Dann kommt hier eine Handelskammer, eine Hafenmeisterei dazwischen. Und wir boosten es doppelt. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, das kann auch sein. Ey, die lassen wir mal wegkommen. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh, die ist zurückgekehrt. Setz die Segel. Schön. Also, das passt alles. Weiter geht's hier mit dem Stahl. Eieiei. Meine ich ja die Zeit. Ah, doch, lass mal einfach laufen, komm. Was soll's. Was soll der Geiz? Verdienen wir schon ordentlich Geld in der Zeit? Wir wollen alle einen Anteil haben. Was ist falsch da? Oh, jetzt fängt er an, hier Anteile von mir zu kaufen. Was soll denn das, lieber Hugo? Da machen wir dann aber nicht lang mit. Kaufe ich die Anteile auch von dir, mein Freund. So. Machen wir hier nochmal bei Prinzessin vorbei. Ja, da haben wir noch. Der Willy, die Willy Wonka. Sie hat die hier noch. Die zwei, die großen müssen wir uns noch schnappen. Und ja, hier geht es eigentlich auch noch. Da auch nochmal Anteile mit. Sie haben ihren Anteil und ich muss mich für sie freuen. So, und dann werden wir jetzt hoffentlich noch diese Folge, wird sportlich, diese Insel hier fertig haben. Und dann gehen wir in die Arktis, machen wir eine Runde die Arktis fertig an der Stelle. So. Ah, die mittlere kriege halt jetzt ein. Nicht optimal, aber relativ effizient zumindest an der Stelle. Ja, wir machen das so rein, komm. Ja, jetzt sind wir nicht zu arg mit dem Platz rum. Kriegen wir da dann nochmal welche reingestellt? Ja, komm. Da können wir wahrscheinlich nochmal eins reinbauen. Die ist angeschlossen. Das
Es wird so angeschlossen. Sehr schön. Gleiches auf der Seite. Hier nochmal was reinbauen. Ist ja angeschlossen. Das passt ja sogar. Traumhaft, würde ich sagen. Traumhaft. Da brauchen wir jetzt halt hier nochmal ein paar. So. Gut. Dass da auch ja nichts in die Luft fliegt, würde ich mal sagen. Baumhaft. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier die Aussparung. Machen wir das mal weg, weil hier kriege ich, glaube ich, immer ganz gut die Dinger da rein. So. Verbinden wir die Straßen. Gut, die hätten wir alle hier. Sieht auch kompakt aus. Gut. Also, schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie reinkriegen. Das mit welcher Kante machen wir das? Das so einfach rein, oder? Ne, da kriegen wir das nicht rein. Wir vielleicht? Ja, da würde man nicht mal so viel verlieren. Ja, passt. An der Stelle. Kriegen wir hier nochmal vielleicht. Da kriegen wir was rein. Da kriegen wir nochmal eine rein. Ich denke, das müsste sich hier so ausgehen. Dadurch verbinden wir das mal hier rüber. Und dann gehen wir jetzt einfach mal. So gehen wir jetzt da hoch. Planen wir das mal so. Da haben wir hier halt einen kleinen Versatz drin. Aber ich glaube, das stört. Jetzt erstmal niemanden. So. Und wir müssen dann einfach schauen, ob wir die alle brauchen. Oder ob wir einfach da gar nicht anfangen, groß mit irgendwelchen Ausbauten. So. Stahlwerk haben wir. Hochofen haben wir. Die Fenster. Die brauchen wir natürlich auch. Die Fenster dürfen wir jetzt hier erstmal nicht vergessen. Fenster sind auch wichtig. Die werden einfach aufgebaut wie die Ziegeleien. Ist dadurch eigentlich ganz angenehm zum Bauen. So, auch die haben wir. Passt. Gut. Müsste passen, müsste passen, müsste passen. Sehr schön. Die Fenster haben wir da mit am Start. Oh, und jetzt müssen wir nur noch mal drüber nachdenken, was die Platzierungen angeht. Es gibt ja auch Gebäude, die können wir platzieren, ohne dass die eigentlich Strom brauchen, weil sie durch ein Item Strom kriegt. So, das wäre zum Beispiel jetzt gerade die Fenster. Wären so. Ja, die Fenster wären so. Und wir hätten bei den Brettern wird es auch so sein. Liefert Energie, genau. Da haben wir es. Und bei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Ziegeleien. Oh, sorry, falsche Taste. Bei den Ziegeleien, schauen wir mal nach dem Item. Ziegelei, Handelskammer. Gut, da könnte man mit der Angela arbeiten. Produktionsgebäude, was haben wir hier noch? Nee. Doch hier, Gerhard der Architekt. Gerhard der Architekt. Darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Mit dem könnten wir das am Anfang zumindest machen.
Dementsprechend wäre das jetzt nicht wichtig, dann ein sauberes Kraftwerk später zu haben. Müssen wir uns dann einfach mal anschauen, wo wir das denn hinplatzieren. So, ich glaube, wir haben es verbunden. Sauber. Gut. Fenster. Die Fenster, die könnte man relativ gut, denke ich, hier rein bauen. Ja, würde ich auch so sehen. Müssten wir doch sogar hier relativ gut. Ja, machen wir hier mal die erste Begrenzung. Mal gucken, ob das auch passt von den Gebäuden her alle. Gut. Bauen wir das Stahlwerk. Stahlwerk hilft uns. Stahl brauchen wir gar nicht so viele. Das brauchen wir eigentlich immer. Mal schauen, ob hier... Oh, da ist keine diesmal. Keine Mine. Ist immer hier unten irgendwo reingebaut. Und daher warten wir es mal ab. Weil wir könnten es diesmal auch wieder hier unten reinbauen. Haben wir da 6, dann machen wir 3-3. Eine gute alte Handelskammer. Wo ist sie denn? Hier. Die dazu. Ah. Gut, die hätten wir schon mal. Mal gucken, wie wir das noch unterkriegen. So wahrscheinlich. So, kriegen wir hier noch was rein. Eieiei, ärgerlich. Ja, wir könnten vielleicht hier noch... Oh, hier vielleicht noch mal minimal. Vielleicht bringt es die ja einfach hier nicht. Gucken wir mal, wo wäre die besser platziert. Da haben wir halt nur eine da drin. Hier erwischen wir aber fast alle. 2, 4... Und anders hätte man hier, ja doch, A4 erwischt, brauchen wir aber 2. Gut, können wir hier mit hier rein. Einigermaßen müsste sich das ausgehen hier. So, also halten wir offen. Stahl, Beton lassen wir jetzt in der Stelle mal. Jetzt müssen wir gucken, was wir noch brauchen. Wir brauchen eine Produktion vermutlich erstmal für die Handwerker. Und für die Handwerker brauchen wir Nähmaschinen. Die Nähmaschinen, die sollten wir auf jeden Fall. Die Nähmaschinen brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die Nähmaschinen brauchen wir. Wir brauchen Messing. Ich sage, dann starten wir doch mal mit den Nähmaschinen, oder? Fenster haben wir platziert. So. Die Nähmaschinen, weil die werden uns dann schon nach vorne bringen. Damit haben wir hier die Möglichkeit wieder zu handeln. Das wird uns definitiv helfen. So. Die kommen hier oben drauf. Zwei, die waren immer so drin, glaube ich. Ja, weil... Gut. Passt an der Stelle. Das müssten wir jetzt mal probieren, ob das nicht auch best zu bauen wäre, wenn man die also gerade bauen würde. Das weiß ich nicht, habe ich nie probiert. Aber, ja. Müsste ja dennoch Strom irgendwie hinkommen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ah, hier haben wir einen Fehler gemacht. Mangel an Arbeitskraft, aha. So, damit haben wir auch hier wieder alles. Schauen wir mal, wie wir das hier reinkriegen. Kriegen wir das da längs rein? Nope. So rum schon mal nicht. Okay, aber wir können das schon bis hier ranbauen. Das müsste gehen. Müsste es passen.
Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier die Kraftwerke rein. Ja, das passt doch. So, komm. Was soll das denn? Finden wir das alles hier mal sauber. Denke ich auch, dass es doch passen könnte. Gut. Nähmaschinen. Punkt 1 Hammer. Dann können wir eigentlich weitermachen mit Messing. Das werden wir auch noch zu Genüge brauchen. So, weg damit. Messing. Wo kriegen wir Messing? Bei den Brillen. Da brauchen wir es. Und dann natürlich auch für die neue Welt. Für die Arktis. Da können wir eigentlich dann schon fast überlegen. Ja, da bauen wir auch definitiv so einen ganzen Block. Gut. Auch das hätten wir hier. Müsste auch wieder passen. Gleiches Layout. Die gefallen mir eigentlich schon, die Layouts hier. Die sind einfach so easy. Schön, einmal außenrum wieder, hier außenrum. Super. Gut. Gucken wir mal, wo wir die noch platzieren. Hier noch eine hin und hier noch eine hin. Traumhaft. Kriegen wir die Messing? Kriegen wir das hier rein? Nein, das kriegen wir da nicht rein. Schade drum. So wird es aber auf jeden Fall passen. Man hier schon mal was mit Messing. Vielleicht haben wir noch irgendwas Kleines, damit bleibt der Fleck da hinten halt frei. Und wir improvisieren zu einem späteren Zeitpunkt, was wir da noch reinbauen. So, Messinghammer. Brillen. Brillen, klar. Die brauchen wir natürlich auch und da brauchen wir wahrscheinlich am Anfang auch echt viele, bis wir irgendwann die guten Items am Start haben. Das Forschungsinstitut zum Beispiel. Und dann müssen wir auch das noch irgendwann uns aneignen. So. Da haben wir die nochmal. Gut. Ups, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir da ein Fehler drin. Ja. Ich habe das hier zu weit gerutscht. Sehr schön. Baumhaft. An der Stelle. Passt. Perfekt. Auch das passt. Und jetzt, wo kommen die hier hin? Hier eine. Da kommt ein Lagerhaus hin. Auf diese Seite kommt ein Lagerhaus hin. Hier. Ich siedle da gern. Hier auf. Wo will der da runter? Drauf, ja. Ja, was macht das? Meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Naja, frag du deine Berater nicht. Mir dann auch voll wurscht. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Und darf er. So, zweite Welt. Hier. Ich flehe sie an. Ersparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Naja. Können wir nachher auch wieder Anteile verkaufen. Sie haben Ihren Anteil und ich muss mich für Sie freuen. Ja, wir haben unseren Anteil. Das ist doch schön. Aber es interessiert uns auch dein Anteil. Das ist ja unser Anteil, den wir da mit Geld bekommen, liebe Prinzessin. Ich meine, am Anfang können wir das natürlich auch nutzen. Da ist immer das Geld so rar. Also wenn man relativ schnell ist und hat gutes Geld, die Anteile werfen auch ein bisschen Geld ab. Ich würde es aber jetzt auch nicht übertreiben, weil ich habe es ja überlegt gehabt, auch zu tun. So. Gut. Die Verbindungen sind alle da. Sehr schön. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir das da? Kriegen wir auch nicht rein?
Gut. Aber hier passt's. Wunderbar. Dann wäre das die nächste. Nächster Weg. Schauen wir mal, ob wir uns da noch was reinkriegen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Also gut, Brillen haben wir auch da mit am Start. So, dann gucken wir jetzt mal nach... Nach Glas. Genau, Glas, machen wir Glas. Gut, da packen wir auch wieder das Layout rein. Könnt ihr eigentlich, wenn ihr da Langeweile habt, könnt ihr das auch so abkupfern. Also da gibt es gar nichts. Keine Probleme damit. Ansonsten empfehle ich euch nach wie vor immer die Seite anolayouts.de. Da könnt ihr auch nochmal die ganzen Layouts finden. Und die werden euch dann schon auch nochmal einen Tick helfen an der Stelle. Und sie sind relativ easy zum Nachbauen. Braucht man ein bisschen Geduld. Das ist eher das Thema. Und man muss immer als Tipp sich an dem einen oder anderen Punkt orientieren. Dann ist es grundsätzlich kein Problem, würde ich sagen. So. Auch dieses Layout haben wir. Gehört da noch raus, hier raus und da rein. Und dann würde ich sagen, sind wir in dieser Episode auch schon wieder an unserem Ende angekommen. Und in der nächsten versuchen wir einfach die weiteren Layouts hier noch auf die Insel zu bringen. Und dann geht's ab in die Arktis, würde ich sagen. Von daher bauen wir noch kurz die Lagerhäuser. Und dann bleibt nur zu sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald, euer Captiver.